Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem PC Building Simulator. Und wir gehen in den nächsten Tag, haben 4 PCs aus der letzten Folge, die wir dann morgen bearbeiten dürfen. Und dann würde ich sagen, geht das erstmal los mit unseren Teilen, die wir brauchen. Und dann haben wir hier erstmal eine Reinigung. So, also Staubreinigung, das muss heute noch fertig werden. Man kann auch freundlich sagen, was muss ich denn hier abbauen? Hä? Was ist das denn? Was ist denn hier verbaut? Wie kriege ich das Gehäuse auf? Da klemmt doch hier unten irgendwas dran. Was da noch ab muss, oder? Hä? Mit dem PC stimmt irgendwas nicht. Dann versuchen wir es mal erstmal so. Irgendwas stimmt doch mit dem PC nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Aber die Staubreinigung hat funktioniert. Wir können die eine Seitenwand von dem Ding gar nicht abbauen. Ist irgendwas hakt da fest, aber das ist ja egal, wir haben es ja hingekriegt. Also was ist denn das für ein Teil hier unten, ey? Das ist die Grafikkarte, ne? Hm. Makaber, makaber, makaber. Naja. Wir haben es ja hingekriegt, Staubreinigung ist beseitigt. Und dann kommt ja heute zum Finale das erste Mainboard, was wir ausbauen und wieder einbauen müssen. Das heißt, da müssen wir wirklich alles auseinanderbauen. Einmal Strom an. Betriebssystem läuft. Jawohl. Einmal runterfahren. Und erster PC fertig. So. Dann gehen wir jetzt an. Das ist eine Reparatur. Das war die mit der Wärmeleittaste, genau. Das machen wir. So, also einmal aufmachen das Ding. Dann müssen wir einmal den Lüfter ausbauen. Machen dort einen Tropfen Wärmeleittaste drauf. Klick. Dann kommt das Netzteil da wieder ran. Nein, nicht das Netzteil, das war die Prozessorkühlung. Und da ist es eigentlich egal, welche wir benutzen. Das ist benutzt natürlich, die bauen wir natürlich eher mal ein. Ne? So, das Ganze wird verkabelt. Und dann kommt noch drauf, dass die Gehäusewand wieder. Haben wir die auch weg. Dann ist das Ding schon mal wieder zusammengebaut. Da müssen wir unseren USB-Stick da reinpacken. Weil auf dem Rechner soll 3D-Mark einmal ausgeführt werden. Dann verkabeln wir das Ding. Und 3D-Mark ist jetzt natürlich so ein bisschen blöd, weil das dauert nämlich jetzt ein bisschen, bis das ausgeführt ist. Plus Installation und allem drum und dran. Aber ich will zumindest mal gucken, dass wir die Hauptplatine heute noch zusammengebastelt kriegen. Ups, das war jetzt so nicht geplant. Witzig, ne? Einfach mal so schnell 3 Kabel da rein. Aber jetzt habe ich meinen USB-Stick gar nicht mehr drauf, ne? Den müssen wir nochmal wieder drauf machen. Klick. So. 3D Mark wollen wir hier drauf installieren. Starten, dann müssen wir das Programm ausführen. In der Zeit können wir uns schon mal über unsere nächsten Aufträge hermachen, wenn wir denn schon welche da haben, weil 3D-Mark, das dauert echt so einen kleinen Moment, bis das dann fertig wird. Also einmal da rein, einmal ausführen.
Dann kann er da jetzt mal in Ruhe arbeiten. In der Zeit gehen wir hier so ein bisschen, schauen wir unsere E-Mail-Eingänge durch zum Beispiel. Hier haben wir wieder was auf 8 GB aufrüsten. So, was von DFL gehört? Was soll ich, was willst denn du von DFL? Also wir haben hier ein Team Group T-Force Dark drin. Mal gucken, ob wir das schon gekauft kriegen. 4 GB, dann bauen wir dem dann noch so eins ein. Dann hat er das. Aber was er jetzt mit dem... Diese... Haben sie schon mal vom DFL gehört? Diese... Ja, komm. Interessiert mich nicht. Annehmen. Kassieren. Einmal die Reinigung. Fehlende Wärmeleitpaste. Ja, das läuft gerade. Dann haben wir hier noch einmal 3D-Mark auf. Aufzurüsten. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit, bis das fertig ist. Und hier für den Tisch hier drüben müssen wir Level 3 sein. Und da bräuchten wir nämlich jetzt den zweiten. Das wollten wir durch da. Lalalalala, lalalalala. Jetzt ist er durch. Also, Time Spire. Grafikauswertung. CPU-Auswertung. Passt schon. Zurück. Haben wir ausgeführt. Im Flur abstellen und dann ist das Ding weg. Dann geht es jetzt als nächstes an das Upgrade. Da müssten wir einmal das Netzteil umbauen. 3D-Mark ausführen. Und da würden wir nämlich dann jetzt mal als allererstes mal das Gehäuse aufmachen. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert mit dem Netzteil austauschen. Also das neue Netzteil haben wir. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal hier Kabellage abbauen. Und zwar ziemlich viel. Da haben wir noch ein Kabel, das muss noch ab. Und da unten haben wir, da müssen wir von der Rückseite auch nochmal ran. Schade. Ich hätte ja gewünscht, dass ich nicht alles auseinanderbauen muss. Hier unten müsste das sein, genau. So, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt das Netzteil hinten abbauen. 8 Schrauben, ui. Das ist aber ordentlich. So, dann haben wir das neue Netzteil. Nee, nicht das, das da wollen wir einbauen. Wie kriege ich denn jetzt das Gehäuse wieder drauf? Hallo? Nein. Das da soll da rein. So, jetzt geht's los. Also, wir müssen erstmal von hier oben nach da unten. Von da nach da. Und von da nach da. So, dann haben wir das Netzteil schon mal wieder dran. Jetzt muss ich das aber hinten ja noch irgendwie... PSU-Halterung, da ist sie doch. Und dann müssen wir die ganzen 8 Schrauben wieder festziehen. Jetzt hat er 8, jetzt hat er 600 Watt dran. Und dann bauen wir das Gehäuse wieder zusammen. Dann müssen wir noch 3D-Mark ausführen. Dauert jetzt natürlich wieder so ewig lange. So, installieren brauchen wir Kabel. Immer Kabel. Meter, wir machen heute Meter in Kabeln. Ne? Und da oben. Dann machen wir das Ding an. Müssen dann 3D-Mark installieren. Vielleicht reicht der eine PC, den wir jetzt schon wieder fertig haben, nachher, um auf Level 3 aufzusteigen. Dann können wir nämlich den da jetzt schon... 3D-Mark war schon installiert, hätte ich meinen USB-Stick gar nicht reinstecken brauchen. So, also...
Den kann man passieren. Reicht noch nicht für Level 3. Ganz knapp. So, verwerfen. Auf dem Weg. Neue Teile verfügbar, interessiert uns nicht. Zum PC, verwerfen. Das haben wir gemacht. Da gab es kein Geld für mehr, das war eine Gewährleistungssache. Also müssen wir 3D-Mark jetzt durchlaufen lassen. Und dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Aber wir können uns auch darauf einigen, dass wir einfach in der nächsten Folge die Hauptplatine austauschen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Und dann wird in der nächsten Folge das erste Mal ein richtiger PC von Grund auf auseinandergebaut und wieder repariert, hoffentlich zusammengebaut. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Und von mir gibt es dann wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.